So, willkommen zurück zu Part 12, glaube ich, jawohl, von Outlast. Wir haben herausgefunden, da gibt es nichts hier hinten, also gehen wir da lang. Hier gibt es ja auch nichts. Wo darf ich denn da lang? Ach so, dadurch die Tür durch. Okay, das erklärt es natürlich. Gib Gas. Sehr schön. Ich hoffe bloß, dass der jetzt nicht zu schnell ist, weil sonst haben wir keine Chance. Tempo, Tempo, Tempo. Jawohl, jetzt sind wir erstmal da drin. Sehr gut. Ich hoffe, dass diesmal speichert. Diesmal ist es nicht gut gespeichert. Oder darf ich eine scheiße Nummer machen? Wo lang? Da lang. Dokument. Hab's nicht übersehen. Hinweis an alle persönlichen vom fachärztlichen Berater MM008 Rudolf Wörnicke. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von Ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigung, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung, vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Aha, schön. Immer schön Tempo. Geiler Scheiß. Der Assembler, die Zulaufkammern, die Vorläufermoleküle. Vage Erinnerungen an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gelesen habe, wahrscheinlich betrunken, wahrscheinlich abgelenkt. Nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich sie zerstören kann, aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn, töte ihn, setze allem ein Ende. Schön zu wissen. Gibt's hier vielleicht eine Batterie? Batterie, Batterie, Batterie? Keine Batterie. Oh. Der Krankenakte nach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief bei ihm eingegraben. Dich zu töten wäre ein großer Akt der Güte. Jo. In der Tat. Da lang oder da lang? Na, da ist ja wieder so einer. Ja, Moment, hier ist noch eine Akte. Um eine Verletzung Patienten zu vermeiden, müssen alle lebenserhaltenden... Okay, ach, da steht's ja alles. Also, Lebenserhaltungssystem Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Wow. Sehr kreativ. Geh ich mal da lang. Life Support. Ja, gehen wir mal da lang. Schauen wir mal, aber ich glaube, der Wall Rider kommt jetzt noch nicht. Was? Ah ja. Das ist die Lunge von Billy Hope, seine Leber, sein Lebenserhaltungssystem. Eine Maschine in der Größe eines Fußballstadions, um einen Verrückten am Leben zu erhalten. Verdammt, alles muss zerstört werden, er muss sterben. Schon komisch. Nur einen einzigen Verrückten am Leben zu erhalten. Wahnsinn. Nun ja. Ah, da ist noch eine Akte. Sehr schön. Aus persönlichen Notizen von Dr. Wörnicke, Frankenstein oder Moment. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und um wie viel es glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als den Marktflecken, darin er geboren ward. Um wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt. So, runterdrehen. Das ist so ähnlich wie nicht den roten Knopf drücken, das macht man halt drücken. Ja, da haben wir ja geil abgekürzt, oder? Jetzt aber Tempo hier. Nicht, dass der uns erwischt. Das wäre uncool. Die Frage ist vor allem, wo ist er denn eigentlich? Und jetzt kommen so Aktionen, wo man richtig lange sprinten muss. Der Kerl muss so fertig sein eigentlich danach. Sprinte!
das muss so anstrengend sein. Du sprintest hier direkt 2 Minuten lang durch und das macht ja fast keiner mit. Da so einer behauptet, der ist unsportlich. Nee, du. Großes Tempo. Zum Glück hatten wir nicht noch eine Ausdauer, das wäre richtig schlimm. Ja, es speichert sehr schön. Jetzt aber schnell hier. Ah, gerade noch. Sofern er jetzt da nicht durchkommt, haben wir Zeit. Ich werde trotzdem nicht beeilen. Moment, hier ist noch ein Dokument. Nein, hier, so jetzt. Anbei finden Sie Formulare der Fortsetzung Erlaubnis für Patient William Hope aus Mirko Volltätig, bla bla bla. Der Formular ist Standard an. Anscheinend erkennt man darin, dass der natürlich der perfekte Typ wäre, um die Versuche durchzumachen. Okay, reißen wir alles raus. Rapp. Ab hinein damit und jetzt müssen wir gleich wieder sprinten. Erstmal Desinfektionsmittel, sehr gut. Jetzt aber Tempo hier. Man weiß nämlich nicht, wo er jetzt ist. Oder ich weiß es gerade nicht. Und springen! Natürlich. Rums, das tut richtig weh. Aber wir müssen weiterlaufen. Scheiß auf den Schmerz, wir. Das muss durchgehalten werden. Mein Freund. Jetzt aber Tempo hier. Schnell dahin. Zack. Okay, und da verreckt unser Billy. Währenddessen werden wir noch vom Rollreiter angegriffen. Schließlich töten wir gerade seinen Wirt. Komm schon, halt durch, Mensch. Dann bist du fertig. Nö. Na toll. Jetzt ist der Rollreiter in uns drin. Bravo. Komm's. Also der Kerl hat wirklich viel mitgemacht. Nicht zu beneiden. Billy ist tot, der Wallrider, der Schwarm, was es auch immer ist, ist mit ihm verschwunden. Egal ob ich hier komme oder hier sterbe, ich bin frei. Ich glaube nicht, dass der weg ist, der Schwarm. Er ist immer noch in dir drin. Ach Gott. Man hinkt. Und ist fast fertig. Ja. Nicht gut. Durch, Mensch. Das Ende ist doch hier gleich nahe. Na gut, die Kamera funktioniert doch, das ist die Hauptsache. Sprinten kann man hier übrigens auch nicht mehr. Man kann nicht mal mehr sich zur Seite lehnen. Naja, man ist ja auch sehr fertig, also jetzt braucht man nicht mehr viel erwarten. Ja, der Wallrider in einem drin, das zeigt die Wirkung, ha? Huh? Jawohl, jetzt geht's uns genau. Doch nicht. Ach, genau. Das verstehe ich nicht ganz, warum er eigentlich erschossen wird. Hm. Wahrscheinlich hat niemand erfahren, was der für Scheiße gebaut hat. Tja.
wie gesagt, der Warrior ist nicht drin. Und jetzt erledigt er alle. Zack, zack, Wumms, Wumms. Jawohl, und damit hätten wir Outlast, soweit ich jetzt weiß, durch. Ich glaube, wir haben sogar fast alles gefunden an Notizen und Dokumenten. Ich glaube, eine Notiz haben wir vergessen, und zwar jemanden filmen im Aufzugsschacht zum Toten. Das wäre im Female Ward oder sowas gewesen. Naja, gut. Ansonsten, schönes Spiel, muss ich sagen. Vor allem, es ist eigentlich meiner Meinung nach sogar eines der besten Horrorspiele überhaupt. Vor allem, die Verfolgungsaktionen sind richtig schön gemacht, ja. Ansonsten würde ich sagen, war's das mit dem Spiel. Und dann sehen wir uns irgendwie beim nächsten Mal irgendwann mal wieder bei irgendeinem anderen Spiel oder irgendwo. Bis dann.